Heute ist die Zeit gekommen. Wir randalieren in der Diskothek. Wir zerstören sie einfach alles mit unserem super Staubsauger. So, boah, jetzt geht's los. Das dürft ihr nicht verpassen. Karlstastisch, begrüße ich euch zur letzten Bonusfolge in Luigi's Mansion 3 hier auf Katze. Heute werden wir uns die letzten Juwelen holen, um das Spiel komplett durchzuspielen. Doch dazu müssen wir noch ein paar Etagen erklimmen, oder Etagen erkunden, besser gesagt. Und die nächste Etage ist die Magier-Etage, wie ihr schon sehen könnt. Hier fehlt uns nämlich ein einziges Juwel. Ansonsten waren wir auch hier schon sehr, sehr fleißig. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Falls ihr anhand der Bonusfolgen nicht alle Juwelen gefunden habt und euch irgendetwas fehlt, schaut euch bitte die Folgen 1 bis 33 nochmal an von meinem regulären Spielverlauf in Luigi's Mansion 3. Denn dann werdet ihr ganz genau sehen, wo ich jedes Juwel gefunden habe. Und heute mit Folge 40 endet die Serie Luigi's Mansion 3. Genießen wir es also noch einmal in vollen Zügen und suchen das letzte Juwel. Das hat auch etwas mit diesen Zauberhüten zu tun. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Raum. Vielleicht nicht hier, sondern irgendwo anders. Da, nee, da ist nur ein Fisch, der herumzappelt. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Mal sehen. Aha, hier haben wir damals den großen Kampf gegen die Polterkatze gehabt. Das Polterkätzchen von Sarah Schreck. Ist hier vielleicht in dem Raum noch etwas? Nee, da war der goldene Hase. Das fand ich auch ziemlich cool und lustig. Nee, da sind wir falsch. Einmal noch da durch. Und dann geht es durch diese Tür. Ist das der richtige Raum? Ah, den Raum fand ich damals aber auch schon sehr, sehr mysteriös. Aber nee. Auch hier ist ein Badezimmer. Ja, die drei Zaubermädchen hatten jeweils drei Badezimmer, glaube ich. Oder? So, ah ja, hier. Ich brauche diesen Hut. Mithilfe des Huts kann ich nämlich dieser Zauberdame den Hut zurückgeben und eine Zaubertreppe erscheint. Ja, man muss einfach diesen Kurzschluss einsetzen, dann kann Luigi wieder diesen Hut loswerden. Und da oben in dieser Truhe ist tatsächlich das letzte Juwel auf dieser Etage. Zumindest das letzte Juwel, welches mir gefehlt hat. Tada! Das lilafarbene. Cool, wir haben alle. Ab geht's zur nächsten Etage. Und die nächste Etage ist die Piratenetage mit dem Piratenschiff, mit dem Hai als Geisterboss und vielen allen schönen Kleinigkeiten. So, schauen wir doch mal. Als erstes können wir hier tatsächlich unseren Staubsauger wieder anschließen, was ich jetzt auch gleich machen werde. Doch zuvor kümmere ich mich erstmal um etwas anderes. Einmal muss Luigi da durch, denn Luigi muss uns etwas besorgen. Etwas, worauf ich ohne Lösung nicht gekommen wäre, muss ich zugeben. Wir brauchen nämlich diesen Globus. Ja, und diesen Globus, den schleudern wir mal ganz kurz hier raus, weg von der Theke, damit ich diesen dann gleich mit Luigi verwenden kann. So, der ist erstmal draußen, den werde ich jetzt gleich brauchen. Den Globus müssen wir nämlich jetzt gegen diese komischen Hängedekorationsdinger schleudern, was auch immer das war. Und somit kriegen wir das gelbe Juwel. Aber wir bleiben gleich noch hier im Eingangsbereich, denn hier gibt es noch etwas zu entdecken. Und dazu muss ich, glaube ich, kurz zu meinem super Staubsauger greifen, da ich ansonsten keine Möglichkeit finde. So, komm mal zu mir, mein lieber Luigi. Erstmal super Sauger aktiviert. Und fertig. Tatsächlich war es das schon. Denn wir haben jetzt ein rotes X freigelegt, was vorher noch verdeckt war von einem Teppich. Und da müsst ihr einfach nur eine Kurzschlussschleuderung einsetzen. Ich weiß gar nicht, wie der Angriff heißt. Und da ist das blaue Juwel. Zack. Jetzt fehlt nur noch das lilafarbene. Und das ist ein Juwel, das ich hätte sehen können, aber leider verpasst habe. Das finden wir nämlich im Strandbereich. Und zwar schon mal ein kleiner Vorab-Spoiler, auch wenn ihr das in den nächsten 1-2 Minuten sehen werdet. Erinnert ihr euch an die Stelle, als wir
den Bildschirm in Anführungszeichen verlassen haben und nach rechts gelaufen sind, auf diese kleine Insel, da ist nämlich das lilafarbene Juwel versteckt. Mario! Mal gucken. Ah, die Brücke ist verschwunden. Okay, dann muss ich sie wieder sichtbar machen. Aber das ist kein Problem für mich. Jetzt können wir hier drüber laufen. Und da drüben ist das, glaube ich, das Juwel. Da müsste es zumindest versteckt sein. So, schon haben wir es geschafft. Jetzt einmal kräftig saugen. Irgendwo hier unten. Die Truhe haben wir schon geöffnet. Denn diese Insel haben wir ja schon mal gefunden. Allerdings nicht das Juwel. Wo ist das Juwel? Komisch. Habe ich irgendwas verpasst? Oder wisst ihr was? Vielleicht ist es doch auf der kleineren Insel. Ich probiere es mal dort. Hier nämlich. Ah, da ist es, da ist es. Ah, ja. Sehr gut. Strandbar, Juwelen komplett. Ihr habt es links unten gesehen. Auf geht's zur nächsten. So, die nächste Etage ist das Fitnessstudio. Und hier waren wir im Gegensatz zu den anderen Etagen alles andere als fleißig. Hier habe ich nämlich nur ein Juwel gefunden. Ein einziges. Das holen wir jetzt aber alles nach. So, alles einsaugen. Jetzt haben wir hier eine Klingel. Und jetzt klingeln wir einfach mal. Hallo? Ist da jemand? Jetzt gehe ich mal kurz weg. Achtung. Jetzt achtet mal auf die Klingel. Es klingelt von alleine. Warum? Weil hier irgendwo in der Nähe der Geist ist. Ah, da ist er ja. Ah, hab ich dich, hab ich dich, hab ich dich. Das ist der Geist von der Rezeption. Und dieser Geist, das ist ja kein komischer oder kein normaler Geist, besser gesagt. Das ist ein Kristallgeist, ein Juwelengeist. Deswegen sieht er auch so glitzernd aus. Aber ihr kennt ihn schon, das muss ich ja nicht erklären. Zack, da kriegen wir auch schon das erste Juwel. Wir haben das erste und das letzte. So, 4 Stück fehlen noch. Wir machen uns also gleich mal weiter auf den Weg. Es gibt noch einiges zu entdecken. Und wenn wir schon mal hier in der Umkleide sind, können wir gleich das nächste Juwel abstauben. Dazu brauchen wir aber den Boxhandschuh. Denn hier irgendwo sollen wir mit dem Boxhandschuh das nächste Juwel finden können. Die Frage ist nur wo. Also mit diesem Bild funktioniert das schon mal nicht. Hier mit der Umkleide, ja, da kann ich ein bisschen was kaputt machen. Aber ist das denn zwingend notwendig? Muss ich das denn so machen? Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht nehme ich den Boxhandschuh lieber mal mit und versuche etwas Anständiges damit zu machen. So, das mit den Bildern funktioniert hier schon mal nicht. Was ist eigentlich hier mit diesem Schwimmpiktogramm? Vielleicht funktioniert das ja. Ah ja, da war es versteckt, das blaue Juwel. Okay. Aber uns fehlen noch 3, lila, rot und grün. Gehen wir gleich mal in den nächsten Raum. Das ist der Fitnessbereich. Auch hier gibt es wieder einen Boxhandschuh. Kaboom! Hätte ich mal lieber gegen den Sandsack schießen müssen. Was wir hier brauchen, ist die Waage. Die Waage findet ihr ganz hinten im rechten Bereich hier. Wenn ich da drauf gehe, habt ihr vielleicht kurz gesehen, durch den Spiegel ist da eine Klappe aufgegangen. Das sieht man wirklich nur durch den Spiegel. Und da ist das rote Juwel. Seht ihr das? An dieser Säule. So, also da, auch schwierig, das ohne Lösung zu finden. Auch hier muss ich sagen, habe ich nicht gewusst. Habe ich nicht rausgefunden. Deswegen Respekt an alle, die das selbst rausgefunden haben. Ich habe ewig gesucht. Auf geht's in den nächsten Raum. Und hier müssen wir mit der Musikbox arbeiten. Worms! Yeah, wie cool. Luigi's Mansion Musik. Noch mehr Luigi's Mansion Musik. Und nochmal. Jetzt haben wir plötzlich Geister. Aber wo sind die Geister? Was ist damit? Nachdem ich jetzt ewig gewartet habe, habe ich rausgefunden, was Sache ist. Ich muss nämlich, wer hätte es gedacht, runtergehen und nachsehen, ob die Geister jetzt Sport machen. Und das machen sie jetzt auch. Achtung! Tada! Die Geister joggen und einer der Geister ist natürlich mein Juwelgeist. Ist das cool? Und schaut mal, die haben sich überschlagen, weil sie nicht weitergelaufen sind. Und das als Geister wohlgemerkt. So, die haben zwar kein Juwel, aber geben nochmal extra Gold. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Oh,
mittendrin mal kurz was eingesammelt. Das lilafarbene Juwel. So, hey, stehen geblieben, Freundchen. Nicht so hastig, ja? So, und. Komm, vielleicht kann ich dich gegen den anderen schleudern. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen zu flink, den kriege ich nicht. Na gut, halb so wild. Ich hab dich jetzt aber und du bist Geschichte, mein Freund. Hui, ganz viel Geld, ganz viele Scheine, ganz viele Goldbarren. Alles, was Luigi eben so sammelt. Und jetzt noch einmal. Und... Stopp. So, jetzt. Perfekt. Das ist doch glatt gelaufen. Super. Oh, yay. Sehr gut, Luigi. Ich glaube übrigens, links unten seht ihr, wie viel Geld wir bereits eingesammelt haben im Spiel. Ich glaube, bei 70.000 kriegt man den besten Rang im Spiel, den höchsten, um das größte Geisterhotel zu bauen. Wäre ich also damals etwas fleißiger gewesen, hätte ich wahrscheinlich sogar das größte Geisterhotel bekommen. So, das wird ausgemacht. Und kann ich mit Luigi hier schon rein? Nee. Ich muss das komplette Wasser anscheinend entfernen. Dann mache ich das hier auch noch. Ist ja kein Problem. Einmal da drüben. Das gleiche machen wir hier. Und dann ist das Wasser... Ja, das Wasser ist jetzt verschwunden. Jetzt kann ich mit Luigi da rein. Und schrupp. Schaut mal, da ist das letzte Juwel. Auf der rechten Seite seht ihr es schon. Ich muss allerdings dazu noch ein bisschen was vom Wasser entfernen. Den Wasserstand hier nochmal regeln, damit das komplette Wasser verschwindet, absinkt, abgesaugt wird, was auch immer. So, und jetzt geht's da runter. Und da ist das Juwel. Dann kann ich einfach mit Luigi rein. Und wir haben im Fitnessbereich somit jedes Juwel gefunden. Ich würde sagen, es ist Zeit, ein bisschen tanzen zu gehen. Findet ihr nicht auch? Lasst uns gemeinsam in die Diskothek. Ja, das ist wahrscheinlich meine Lieblingsetage. Ich finde sie richtig cool. Und das erste ist gar nicht mal so schwer zu finden. Wir müssen hier nur die Bodenplattformen richtig betreten. Zack. Und jetzt die einzelnen Platten. Da brauchen wir auch noch die Hilfe von Luigi. Dann da oben mit Luigi runter. Und dann haben wir da drüben noch zwei. So. Und geschafft. Und somit haben wir das Rätsel gelöst. Tada! Und dürfen da jetzt runtergehen. Los geht's, Luigi! Ist das nicht cool? Boah! Schaut euch das mal an! Ein geheimer Tresorraum! Tresorraum betreten und da ist das gelbe Juwel. Jetzt sehe ich aber leider nichts, weil da was im Weg ist. So, ein bisschen Platz geschafft. Jetzt ist nur noch Luigi im Weg, der schon halber schläft, weil gerade Luigi die Steuerung übernommen hat. So, alles einsaugen. Wunderbar. Auch hier nochmal und hier alle Scheine. Zack, 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 zack. Sehr gut. Perfekt, Luigi. Super Sache. Und schaut mal, wie viele Münzen wir dadurch einsammeln konnten. So, im Tresorraum haben wir somit alles erledigt. Doch es fehlt uns noch einiges. Eine andere Sache finden wir hier. Und interessanterweise habe ich das schon mal entdeckt, habe allerdings nicht verstanden, was ich machen muss. Ich muss einfach nur dagegen springen. So, und da ist das lilafarbene Juwel. Zack. Haben wir schon die ersten drei. Drei fehlen uns noch. Und die finden wir im Hauptraum auf der Tanzfläche. An dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Das ist jetzt relevant für euch, wenn ich den Raum betrete. Als ich in Folge 37 den letzten Buhu eingesammelt habe, stand ich ja auf der Tanzfläche. Und da gab es zwei Kacheln, die nicht beleuchtet waren. Da habe ich mich mal mit Luigi draufgestellt. Und dann erschien plötzlich dieser Kasten, den ihr schon sehen könnt. Ihr kennt den Kasten, das ist der Kasten für den Supersauger. Und solltet ihr auch auf der Etage sein und diesen Kasten nicht sehen, denkt daran, ihr müsst zwei Bodenplatten aktivieren mit Luigi und Luigi einfach nur draufstehen und schon erscheint das. Das habe ich leider gemacht und gespeichert, als ich das Video beendet habe. Deswegen ist das jetzt bei mir schon aktiviert. Aber ich habe den Supersauger nicht benutzt, sondern bin sofort raus. Ich dachte mir, nee, wenn ich schon Juwelen sammle und euch noch ein bisschen was zeige im Spiel,
dann möchte ich euch auch zeigen, was ich damit machen kann. Denn ich weiß es ja selbst noch nicht. Ich finde es jetzt selbst erst noch heraus. So, hier gibt es links und rechts ein bisschen was zu entdecken. Allerdings komme ich da erst einmal nicht hoch. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt möglich ist. Deswegen verwende ich jetzt mal den Supersauger. Wahrscheinlich das allerletzte Mal, oder? Okay. Jetzt krieg ich Strom. Und das hier gerade in der Diskothek. Und kann jetzt, wie es aussieht, die ganzen Anlagen kaputt machen. Das tut ja im Herzen schon ein bisschen weh. So teures Equipment einfach so zu zerstören. Nein! Alles geht kaputt. Ach, Herr Gemini, ist das verrückt. Und dahinter verbirgt sich ein Raum. Allerdings machen wir den Raum jetzt auch kaputt. Wir entziehen dem Raum alle Ziegelsteine, den Türrahmen, die Tür selbst, sodass wir den Raum dahinter sehen. Und das ist der Umkleideraum von der Geister-Afro-Dame. Ja, sie hatte hier ihre Afro-Perücken und ihr eigenes Musikstudio. Das ist ziemlich cool, oder? Du musst dir vorstellen, du hast im Hintergrund dein Musikstudio und wenn du ein Konzert gibst, kommst du einfach nur aus der Tür heraus und dann geht's auch schon los. Starke Sache. Sehr, sehr starke Sache. Und hier könnte durchaus ein Juwel sein, denn nicht umsonst haben wir diesen Raum hier freigeschaltet. Tja, auf den ersten Blick mache ich zwar alles Mögliche kaputt, aber finde nichts. Vielleicht ist hier auch irgendwas Unsichtbares. Gucken wir gleich mal. Boah, wir haben die Stufen, wir haben die Treppen aktiviert. Das kann auch sehr, sehr praktisch für uns sein. Das werden wir sicherlich benötigen. Gibt es hier was Unsichtbares? Nicht so richtig. Ah, doch, 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 hier oben. Ah, ein Afro war nicht vorhanden. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Aber es gab wohl eine Schaufensterpuppe oder Schaufensterkopf, Puppenkopf. Ohne Afro-Perücke. Und da war ein Juwel versteckt. Zwei fehlen noch. Und wir nutzen, wer hätte es gedacht, natürlich die Treppen, um da mal weiter zu suchen. So, was haben wir denn hier? Hier gab es irgendwas, was ich sichtbar machen konnte. Einfach nur ein Tisch, also nichts Besonderes, wenn man so möchte. Aber da ist ein Geist versteckt. Ja, ein Juwelengeist. Das liegt ja klar auf der Hand. Und der ist so grünlich. Wird er das grüne Juwel haben? Vielleicht sogar blau. Ich muss jetzt mal gucken, welche Farben mir gerade fehlen. Und das Juwel ist... Ja, durchsichtig. Okay. Ja, durchsichtig. Na klar, eigentlich schon, ne? So, ein Juwel noch. Mal gucken, was das hier ist. Ah, da gehen die Soundboxen an. So was Ähnliches habe ich auf der anderen Seite schon gesehen. Da ist für mich dieses Rätsel klar wie Kloßbrühe. Ich werde das mit Luigi auf der anderen Seite genauso aktivieren müssen. So, hier durch. Und saugen, was das Zeug hält. Jetzt geht's rund. Oh, oh, machen wir... Oh, ich glaube, wir haben ein bisschen was da kaputt gemacht. Die Disco-Kugel ist zerstört worden. Aber dafür finden wir hier das rote Headset. Das letzte Juwel auf dieser Etage. Disco! Yeah! Luigi, es ist Zeit für die allerletzte Etage. Etage 15. Das ist das Penthouse. Hier haben wir Sarah Schreck bekämpft, aber auch König Boohoo. Und hier gibt es diese Tische. Diese Tische, die gleichzeitig als Schalter fungieren. Wenn man beide aktiviert, dann kriegt man, glaube ich, das Juwel, oder? Ah ja, da ist es auch schon. Ja, na, toll. Da ist es auch schon, wenn man stehen bleibt und nicht sofort wieder runterläuft. Okay, Luigi, ich glaube, du läufst nochmal außen rum. Und dann versuchen wir, das Juwel herauszusaugen, bevor es da wieder runtergeht. Ja, es hat funktioniert. Luigi, Luigi, gute Arbeit, ihr zwei. Schnappt euch das Juwel. Zack, gemeistert. Und jetzt fehlt uns noch das Letzte. Und das finden wir in der Bücherei. Wenn wir nämlich hier unten sind in der Bücherei, gibt es dieses Buch hier. Nicht wundern, normalerweise ist die Bücherei voller Bücher. Ich habe aber mittlerweile schon alle eingesaugt, weil ich das Buch nicht gefunden habe. Es ist aber da hinten im Raum versteckt, wie ich es euch gerade eben gezeigt habe. Mit diesem Buch lauft ihr nun nach oben. Völlig egal, ob ihr das mit Luigi oder Luigi macht. Und stellt das Buch zu den anderen. Seht ihr diese Bücherreihe? Da fehlt eins.
Und das wird da einfach reingelegt. Zack. Die Bücherband klappt auf und wir kriegen das rote Juwel. Tada. Penthouse-Juwelen komplett. Aber normalerweise würde hier links unten jetzt stehen, dass wir alle Juwelen haben. Ist aber nicht der Fall. Warum? Ich sag euch warum. Weil ich vergessen habe, im Musikzimmer, nachdem ich das Juwel im Konzertbereich bekommen habe, zu speichern. Deswegen wiederholen wir genau diese Stelle nochmal für dieses Video. Es tut mir leid. Aber nur dann kann ich euch zeigen, dass ich dieses Achievement erhalte. Also diese Errungenschaft links unten, in der geschrieben wird, klasse Luigi, du hast alle Juwelen in Luigi's Mansion 3 gefunden. Und weil das gerade so mit dem Orchester lustig war, ist es, glaube ich, ganz cool, euch das nochmal zeigen zu können. Oh, sie singen und tanzen und haben Spaß und wir saugen sie alle ein. Oh. Ja, dahinter meine ich. Dahinter ist ja der Röhrenfernseher. Ihr habt es ja schon in der letzten oder vorletzten Folge gesehen. Ich glaube, das war die vorletzte. Und wenn wir da durchlaufen, kommen wir zu ein bisschen Popcorn. Und dort ist dann wirklich mein persönlich letztes Juwel versteckt. Da ist der Orchester nochmal besiegt. Ja, ich krieg das nochmal. Ich habe, wie gesagt, damals nicht gespeichert. Ich habe vergessen, nämlich nach der Aufnahme den Raum zu verlassen. Ich habe gespeichert und die Switch ausgeschaltet. Aber jetzt habe ich's. Hier seht ihr, alle Juwelen gesammelt. Und Konzertbereich vollständig. Bei Professor Igitt kann man sich das Ganze nochmal angucken. Alle Juwelen, die wir gesammelt haben. Ist das nicht schön? Gut, hier fehlt eins. Ich habe die Aufnahme vorher gemacht. Aber ansonsten haben wir alles, was ich sammeln musste. Also das fehlende Juwel war das, was wir gerade eingesammelt haben. Für alle, die das jetzt gerade nicht verstanden haben. Und ansonsten war's das. Das, meine Lieben, war Luigi's Mansion 3 hier auf Katze. Und ich hoffe, ihr hattet super viel Spaß mit der Videoserie und könnt hier immer wieder reinschauen. Ganz, ganz lieben Dank und bleibt katztastisch.